Also die Kollegen, die machen Fechtraum, Installation, Aufputzinstallation mit einem WC, Nachlaufrelais und morgen geht es darauf, dass der Verteiler selber verdrahten alles und dann auch SPS programmieren, also so eine kleine Steuerung. Also man lernt es eigentlich alles im Betrieb oder in der Schule, aber nur die Maßgenauigkeit ist halt da sehr gefragt. Also bei der Benotung, bei der Bewertung wird darauf geachtet, dass die Maßgenauigkeit gegeben ist, ob alles richtig gerade montiert ist, ob alles in der Horizontalen ist, ob die Elektroinstallation nach den Normen richtig gemacht worden ist und dann die Verdrahtung im Kasten, ob die ordnungsgemäß ist. Also die Aufgabe, die Verschlussklappen. Also ich schneide jetzt gerade die Blechstickel aus und feuer das genau zu. Und dann wird das nachher noch gebogen. Und dann ist das also so, das ist jetzt einmal ein Modul. Wir haben heuer ein Werkstück gewählt, wo verschiedene Grundarbeitsschritte inbegriffen sind für unsere Jugendlichen, die Lehrlinge in ihrer Lehrzeit durchmachen. Wir nennen es Verschlussklappe, wo wirklich Teile, Handarbeit wichtig ist. Das ist das Modul 1. Wir machen den Rahmen, den haben wir auf 45 Grad zugeschnitten und machen den Rahmen. Die schweißen den dann zusammen und das müssen wir auf die Länge hinfüllen. Wir schauen auf Sicherheit einmal als erstes, wie die Jugendlichen arbeiten am Arbeitsplatz, wie sie die Schritte angehen. Wir haben auch die in drei Module eingeteilt, dass nicht alle dasselbe zur selben Zeit machen. Ich tue gerade das Stück anreißen, dass ich es dann bohren kann. Und nachher muss ich noch schweißen. Ich hoffe, dass ja, beim Schweißen ziehe ich meine Vorteile. Und ja, ich hoffe, dass es reinhaut. Schauen wir mal. Unsere Aufgabenstellung ist, eine Anlaufsteuerung für eine elektrische Maschine zu bauen, zu verdrahten, die elektrische Maschine dann auch anzuschließen. Nach dem Verdrahten der Anlage, nach dem Inbetriebnehmen, werden Messübungen vorgenommen, die dann auch bewertet werden. Die Herausforderung dieser Aufgabe ist es, in einer doch relativ knapp bemessenen Zeit eine funktionierende Steuerung herzustellen. Die gestellte Aufgabe ist eine Stern-Dreieck-Schaltung. Und jetzt gerade durch den Steuerstromkreis verdrahten und anschließend die Leitung durchmessen. Ja, aber ich bin optimistisch, dass es funktioniert.